Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, wenn nicht Meinung gegen Meinung offen gesagt wird, lässt sich die bessere nicht herausfinden. Dumm, dass es in einem Parlament nicht um den Austausch von Deinungen und Meinungen geht, sondern um das pragmatische Regieren eines Staatsgebildes. Diese Worte stammen vom griechischen Geschichtsschreiber Herodot und spiegeln perfekt wider, was in der Diskussionskultur in Deutschland leider immer mehr abhanden kommt. Nicht zuletzt deswegen, weil die AfD die Hemmschwelle für Hasspredigten und des Polemisierens um der Polemik willen von Woche zu Woche tiefer setzt. Am vergangenen Wochenende hat die Veröffentlichung eines Papiers namhafter Mediziner und Wissenschaftler und Professor Dr. Schrappe für einen Aufschrei in Zeitungen und in den sozialen Medien gesorgt. Es mutet schon etwas merkwürdig an, dass Schrappes Thesenpapier außer in der Schwerdenkerszene keine Anerkennung findet. Korrekte Daten in einer Art und Weise umzuinterpretieren, dass sie die Verschwörung der Schwerdenker bestätigen, ist keine Kunst. Das auch wissenschaftlich zu belegen, aber schon. Die Aussagen von Professor Dr. Schrappe und seinen Kollegen wiegen dabei schwer. So schwer, dass bislang kein Experte es für nötig befand, sich damit zu befassen. Die Forscher kommen anhand der Betrachtungen zum zentralen Ergebnis, dass die Angst vor knappen Intensivkapazitäten in Deutschland während der Corona-Krise übertrieben gewesen sei. Falsch. Die Interessengruppe des Herrn Schrappe kommt anhand der Missinterpretation korrekter Zahlen zu abstrusen Schlüssen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Die Bundesregierung und Kanzlerin Angela Merkel rechtfertigte aber massive Grund- und Freiheitseinschränkungen über Monate mit der Gefahr überlasteter Intensivstationen. Was um alles in der Welt ist eine Grundeinschränkung? Und wo genau wird welche Freiheit wozu eingeschränkt? Ist das Verbot, seine Mitmenschen mit Krankheiten infizieren zu dürfen, die tödlich enden können, überhaupt eine Freiheitseinschränkung? Eine Bestätigung der Beobachtungen Schrappes würde also den harten Einschränkungen der Grund- und Freiheitsrechte nachträglich die Grundlage entziehen. Und eine mit einem einzelnen Laser ohne Spiegel vorgenommene Datenübertragung über 20.000 Kilometer hinweg würde bestätigen, dass die Erde flach ist. Da sind die Ergebnisse der Stellungnahme es wert, aufgeklärt und aufgearbeitet zu werden. Es dürfte sich aber kein auf Covid-19 spezialisierter Experte finden, der die Zeit hat, sich mit Thesen einer dubiosen Gruppe auseinanderzusetzen, deren Arbeit darin besteht, richtige Zahlen im Sinne einer vorgefertigten Meinung äußerst kreativ zu interpretieren und umzudeuten. Und ja, natürlich ist es richtig, dass das Autorenteam inzwischen eine aktualisierte Fassung vorgelegt und einige Korrekturen vorgenommen hat. Um ehrlich zu bleiben, unlieber Worstl, solltest du erwähnen, dass es momentan die 7. Version dieses Thesenpapiers ist, das außer in Schwerdenkerkreisen nirgendwo anerkannt ist. Und auch wenn immer noch einige Zahlen und Schlussfolgerungen umstritten sind, bleibt die zentrale Grundaussage des Teams die gleiche, meine Damen und Herren. Nachgewiesen falsche Interpretationen als umstritten zu bezeichnen, ist Schönrederei. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass es uns als AfD-Fraktion eben nicht darum geht, die Belastungen der Pfleger und Ärzte in Deutschland zu relativieren. Warum tust du es dann, indem du ein Themenpapier zitierst, das sich am ausufernden Bashing unseres Pflegepersonals und unseres gesamten Gesundheitswesens ergötzt? Die in der Corona-Zeit für Gesundheit und Leben der eigenen Patienten gekämpft haben. Aus dem Mund des Vertreters einer Partei, die in großen Teilen die Pandemie komplett leugnet, ist das ein sehr schales, nahezu höhnisches Statement. Wenn Sie zuhören würden, würden Sie was lernen. Hat man keine Fakten, die die eigene Position belegen, muss man halt zum altbewährten ad hominem greifen und seinem Gegenüber sämtliche angeborenen Fähigkeiten des Homo sapiens per se absprechen. Tun wir eben nicht. Was tut ihr nicht? Zuhören? Aber da müssen Sie erstmal zuhören. Und wie willst du die dazu zwingen, dir zuzuhören, unlieber Rostl? Sondern die Pfleger und Ärzte haben von der Regierung nur warme Worte und ein bisschen Applaus bekommen. Das ist ausnahmsweise einmal richtig.
sollte man direkt mit schwarzer Kreide in den Kamin schreiben. Aber das Aufklären einer undurchsichtigen Faktenlage ist eben nicht gleichbedeutend mit einer Kritik am medizinischen Personal. Dazu müsste erst einmal eine Aufklärung stattfinden. Was du bietest, sind unausgegorene Thesen einer von sonst wem bezahlten Interessengruppe. Auch wenn das im öffentlichen Diskurs versucht wird. Mir hat noch niemand die Äquivalenz vermeintlicher Aufklärung und der Kritik am medizinischen Personal zu verkaufen versucht. Ich hätte es, abgesehen davon, auch niemals gekauft. Auch wenn der eine oder andere es heute immer noch nicht verstanden hat. Wichtig ist doch nur, dass du als geistiger Mittelpunkt des Universums den absoluten Durchblick hast, unlieber Worstel. Als AfD-Fraktion fordern wir eine transparente Aufarbeitung der Erkenntnisse, die auf schwerwiegende Politikfehler in einer der größten Krisen unserer Bundesrepublik hinweisen. Warum sollten wir an den Haaren herbeigezogene, nicht nachweisbare Märchen einer von sonst wem bezahlten Interessengruppe aufarbeiten wollen? Cui bono? Der Verdacht Professor Schrappes und anderer? Verdächtigen kann man viele und vieles, wenn der Tag lang und das Bier schon wieder schal geworden ist. Dass einige Kliniken aus finanziellen Interessen plötzlich den Aufbau von Intensivbetten meldeten und 50.000 Euro pro neu geschaffenen Bett erhielten, während die Betten höchstwahrscheinlich noch in Folie eingepackt im Keller schlummerten, wird auch von anderen Experten mehrfach erwähnt und beispielsweise durch eine Spiegelrecherche aus dem niedersächsischen Seesen klar erhärtet. Selbst der unliebe Warstel sollte wissen, dass Hörensagengeschichten, die durch Fehlinterpretation korrekter Zahlen entstehen, keinerlei Beweiskraft haben. Insgesamt flossen im vergangenen Jahr mehr als 9 Milliarden Euro an die Kliniken, größtenteils nach dem Gießkannenprinzip. Gibt es da für jeden einzelnen Fall auch Belege? Und diese Zahlungen, die müssen transparent, sachlich und ohne Schaum vom Mund, nicht wahr, Herr Kollege Ulrich? Die müssen ohne Schaum vom Mund aufgearbeitet werden. Naja, das große Mundschäumen ist doch eher die Kernkompetenz der AfD. Siehst du hier euer Patent darauf verletzt, unlieber Warstel? Denn es kann nicht sein, dass Steuerzahlergeld für frei gehaltene Betten ausgegeben wird, wenn diese Betten nicht existieren oder nicht zum Einsatz kommen können. Deine ganze Rede stützt sich auf ein Thesenpapier, das von vorn bis hinten auf Fehlinterpretation korrekter Zahlen, Vermutungen und falschen Annahmen basiert. Damit wirst du nirgendwo einen Blumentopf gewinnen, unlieber Warstel. Unzweifelhaft korrekt ist auch die Erkenntnis der Wissenschaftler, Welcher Wissenschaftler? Dass die Bundesregierung nach ungefähr anderthalb Jahren der Corona-Maßnahmen immer noch keine Übersicht hat, wie viele Pfleger überhaupt auf den Intensivstationen arbeiten. Auch hier gilt das Sprichwort, wer nicht sucht, wird auch nichts finden. Hier hätte eine verantwortungsvolle Regierung frühzeitig Zahlen erfasst und dafür gesorgt, dass mögliche Engpässe nicht durch das Ausschütten von Geldern für Fantasiebetten. Den Beleg für die Unterstellung Fantasiebetten darfst du bei Gelegenheit gern nachreichen. Sondern durch Programme zur Rückgewinnung von Pflegekräften aus dem Ruhestand oder zur Qualifikation von Pflegern aus anderen Bereichen gelöst werden. Rückgewinnung aus dem Ruhestand? Wie lange sollen Pflegekräfte der Meinung der AfD nach denn so arbeiten? Bis zum 100. oder doch eher bis zum 101. Lebensjahr? Aber statt diese Ergebnisse zu diskutieren und eigene Fehler in Überlegungen einzubeziehen. Welche Ergebnisse? Wir reden hier über aus dem Kontext gerissene, völlig falsch interpretierte Annahmen einer Interessengruppe, die unser Gesundheitssystem es ist, diskreditieren will. Wurde auch dieses Mal wieder der Wissenschaftler zum Schwurbler und der Mediziner zum Aluhut. Wer wirres Zeug publiziert, darf sich über den Spott nicht beschweren. Diese Scheuklappenpolitik muss endlich ein Ende haben. Ich fürchte, die AfD wird dafür nie bereit sein. Sie lebt von einem Klientel, bei dem Scheuklappen eine Grundvoraussetzung sind, entsprechende Parteien zu wählen. Denn ergebnisoffener Austausch bedeutet immer auch eine Bereicherung für unsere Demokratie, meine Damen und Herren. Richtig. Wann gedenkt die AfD anzufangen, ergebnisoffene Debatten zu führen? Daher,
Daher fordern wir als AfD-Fraktion seit einiger Zeit einen Corona-Untersuchungsausschuss. Das heißt laut Viviane Fischer ab sofort Untersuchungsausschuss. Um das Handeln der Bundesregierung während der Corona-Krise auszuwerten. AfD, alte Vorderpartei Deutschlands. Die getroffenen Maßnahmen müssen auf Evidenz und Verhältnismäßigkeit geprüft und die bisher völlig außer Acht gelassenen Kollateralschäden der Lockdown-Politik müssen endlich wahrgenommen werden, meine Damen und Herren. Das gab es in den letzten 16 Monaten bis zum Abwinken. Was hat es gebracht? Nichts. Die AfD ist lernresistent. Man kann ihren Mitgliedern Dinge tausendmal erklären und sie starten sofort nach der Belehrung die tausendunderste Anfrage, was denn nun mit diesem Anselm sei. Ein beispielloses Versagen bei der Maskenbeschaffung. Nun, die ehrenwerten Herren von der CDU/CSU mussten ja erst einmal ausklüngeln, wer da wie viel vom Kuchen abbekommt. Ich bin mir ganz sicher, dass dieser Skandal unter AfD-Führung weitaus schlimmer ausgefallen wäre. Eine sich wie Kaugummi ziehende Auszahlung von dringend benötigten Corona-Hilfen. Downgelockte Beamte brauchen heute etwas länger zur Bearbeitung von Anträgen. Unverhältnismäßige, teilweise rechtswidrige Maßnahmen wie die 15-Kilometer-Leine oder die Ausgangssperre. Wer sagt denn, dass das rechtswidrig sei? Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht immer noch aus. Da ist es ein wenig voreilig, dessen Urteil jetzt schon herbeizuspekulieren. Und ein völliges Desaster bei der Impfstoffbestellung. Das sich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch sehr gut eingespielt hat. Verwunderlich ist nur, dass die AfD als Sprachrohr der Impfgegner sich auf einmal um die Impfstoffbeschaffung sorgt. All das muss endlich aufgeklärt werden. Echt? Muss es das? Wir werden auch in Zukunft als aufmerksame und kritische Stimme hier im Deutschen Bundestag, die ihren Auftrag der Regierungskontrolle ernst nimmt, auffallen. Du wolltest sagen, negativ auffallen, unlieber Worstel. Denn nur wenn Meinung gegen Meinung... Dumm, dass es hier nicht um den Austausch von Meinungen geht, sondern um Entscheidungen über die Zukunft unseres Staates. Endlich wieder ergebnisoffen diskutiert wird und nicht abgewertet durch Schwurbler oder Verschwörungstheoretiker. Nur dann kann die beste Lösung für unser Land gefunden werden. Wenn das, was du hier gerade vorgetragen hast, kein Verschwörungsmythos ist, heiße ich ab sofort Alexander Gauland. Und nur dann wird Deutschland wieder normal. Nö, unlieber Worstel. Deutschland wird erst wieder normal, wenn keiner mehr AfD wählt. Davor ist Normalität ein wünschenswerter, aber nie erreicht das Zustand der BRD. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die hast du. Irgendwer muss dir ja auf die Finger schauen. Disclaimer. Wer unbedingt Geld loswerden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!